Das ist die Polizeiwache in Sori im Norden Brasiliens. Und das sind die Gefährte der Polizisten. Nein, nicht die, sondern die hier. Denn wer an diesem Ort böse Jungs fangen will, braucht etwas, das sich gut durch den Sumpf bewegt. Autos und Motorräder können einpacken, denn hier übernehmen die Wasserbüffel. Wie sieht der Alltag dieser außergewöhnlichen Polizeipatrouille aus? Nutzen sie die Tiere wirklich, um Verbrecher zu jagen? Wir befinden uns auf der Halbinsel Marajó in der Stadt Insori, mitten im Amazonas-Delta. Marajó ist mit rund 15.000 Quadratkilometern die größte Süßwasserinsel der Welt. Und sie gilt als Brasiliens Hochburg der Wasserbüffel. Denn mit rund 600.000 Büffeln sind es mehr als doppelt so viele wie die 250.000 Einwohner der Insel. Kein Wunder, dass ausgerechnet hier die einzige Wasserbüffelpolizei der Welt stationiert ist. Wir treffen zwei der Militärpolizisten in der Stadt Sori, Jaime Serrantes und Kommandant Sosa. Ich bin Sergeant Sosa. Seit 28 Jahren bei der Polizei und ich liebe diesen Beruf, besonders wegen der Tiere. Für uns Militärpolizisten sind sie in den überfluteten Gebieten wichtig. Dort haben Autos und Motorräder keine Chance, sie aber schon. Und das sind die unbezwingbaren Polizeibüffel von Sori. Sosas ganzer Stolz, sein 9 Jahre alter und 800 Kilo schwerer Wasserbüffel Minotaurus. In der Polizeistation beginnt der Tag um 7 Uhr morgens. Wo andere Polizisten zur Tankstelle fahren, waschen die Beamten von Sori ihre Büffel. Man kommt nicht zur Wache, schnappt sich schnell ein Fahrzeug und fährt los. Man kommt an, kümmert sich um den Büffel, zeigt ihm Zuneigung und entwickelt so eine starke Bindung zwischen Mensch und Tier. Sosa bekommt Minotaurus vor 6 Jahren als Geschenk der Bauern an die Polizei. Damals ist der Wasserbüffel ein ungebändigtes Kraftpaket, das viel Training erfordert. Doch Sosas Geduld zahlt sich aus. Kaum zu glauben, dass er schon 9 Jahre alt ist. Seit er 3 ist, kümmern wir uns um ihn. Er ist sehr anhänglich. Es ist schön zu sehen, wie zahm er geworden ist. In Sori haben es die Polizisten hauptsächlich mit Bandenkriminalität und Diebstählen zu tun. Die robusten Büffel wirken auf Verbrecher abschreckend. Doch wie werden Wasserbüffel überhaupt zu Polizeibüffeln? Sosa und sein Kollege beginnen früh mit dem Training der Tiere. Kommt los! Die neue Generation der Polizeibüffel steht schon in den Startlöchern. Das sind noch Babys. Mit ihnen trainieren wir und zähmen sie. Denn so niedlich die Wasserbüffel auch wirken, fühlen sie sich bedroht, können sie gefährlich werden. Deshalb gewöhnen die Polizisten ihre Tiere an ihre Stimmen und Uniformen. Was hier wie liebevolles Streicheln aussieht, ist essentiell. So lernen die Büffel, ihre Herrchen zu erkennen und von Bösewichten zu unterscheiden. Mittlerweile ist es 9 Uhr, Zeit aufzubrechen. Für das Team geht es auf Patrouille. Seit mehr als 30 Jahren setzt die Polizei von Sori auf Wasserbüffel. Im Vergleich zu anderen brasilianischen Städten ist die Verbrechensrate hier auffallend niedrig. Die Buffalo Soldiers hinterlassen definitiv Eindruck. Im Kampf gegen das Verbrechen ist die Büffelpolizei allerdings nicht sonderlich schnell unterwegs. Der Nachteil ist, dass sie langsam laufen. Wir kommen nicht schnell ans Ziel, weil sie schwer und gemächlich sind. In Hochwasserregionen sind sie allerdings stark und widerstandsfähig. Nur auf festem Untergrund sind sie eben nicht so effektiv. Auf Straßen sind die Büffel also langsamer, aber in den Mangrovenwäldern und im Marschland rund um Sori sind sie anderen Fortbewegungsmitteln weit überlegen. Dank ihrer Kraft und der robusten Hufe bewegen sie sich mühelos durch schlammigen Untergrund, wo Pferde, Motorräder und Autos hoffnungslos stecken bleiben.
Eine weitere Superkraft: Sie können sich von nahezu jeder Art von Pflanzen ernähren. Das bedeutet, die Polizei kann immer und überall einen Boxenstopp einlegen, ohne auf eine Tankstelle angewiesen zu sein. Aber Moment mal, stammen Wasserbüffel nicht eigentlich aus Asien? Korrekt. Der Legende nach beginnt die Geschichte in den 1920er Jahren. Ein Frachter aus Indien gerät in Seenot und sinkt vor der Küste Marajos. An Bord befinden sich einige Büffel. Die Tiere retten sich ans Ufer und vermehren sich fortan prächtig. Heute ist Sori die Heimat von mehr als einer halben Million Tiere und besitzt damit eine der größten Herden der Welt. Für die Bewohner Marajos sind Wasserbüffel längst mehr als nur Nutztiere. Sie sind treue Begleiter und unentbehrliche Arbeitskollegen. Was uns auffällt, die Büffel werden mit einem Seil über die Nase gelenkt. Tut das nicht tierisch weh? Das Seil in der Nase des Büffels funktioniert ähnlich wie die Trense, die man dem Pferd ins Maul schiebt. Es tut nicht weh. Um das Tier zu steuern, müssen wir ein Loch in seine Nüstern stechen. Am Anfang ist es empfindlich, aber es heilt schnell wie ein Piercing oder ein Ohrring. Dadurch können wir das Tier nach rechts oder links lenken. Ohne wäre es unmöglich, ein so großes Tier zu steuern. Das Piercen ist auch in anderen Ländern eine gängige Methode. Was es jedoch nirgendwo sonst auf der Welt gibt, sind Polizisten, die auf Wasserbüffeln reiten. Ein Spektakel, das auch Touristen anzieht. Ich fühle mich sehr stark, wenn ich auf ihm sitze. Ich finde, es ist eine wichtige Anpassung, diese Tiere in das Leben der Bürger zu integrieren. Immerhin sind die Büffel fest in ihrer Kultur verankert. Sind die Wasserbüffel vielleicht doch mehr Touristenattraktion als Hilfspolizei? Die Polizeiarbeit konzentriert sich stark darauf, die Büffel in die Gesellschaft zu integrieren. Heute steht der Tourismus in unserer Gemeinde im Vordergrund. Die Büffel gehören zu unserer Kultur und sie ziehen Touristen an. Aber es ist und bleibt echte Polizeiarbeit. Die Büffelpolizei steht bereit und kann jederzeit eingreifen. Unser Team begleitet die Männer auf Patrouille außerhalb der Stadt. Schnell wird uns klar, in diesem Gelände sind die Wasserbüffel die wahren Helden. Die Halbinsel Marajos ist von flussarmen und überschwemmtem Gelände umgeben, besonders während der Regenzeit. Und gerade dann, wenn die Wege schwer begehbar und manche Gebiete praktisch unerreichbar sind, kommt es vermehrt zu organisierter Kriminalität und Diebstählen. Seitdem die Polizei 1992 erstmals mit Wasserbüffeln arbeitet, hat Sosa schon einige Vorfälle miterlebt. Einmal erstattete ein Bauer Anzeige, dass ihm seine Büffelherde gestohlen wurde. Um sie aufzuspüren, verbrachten wir 2 Tage mit den Tieren im Wasser, bis wir auf 120 Büffel stießen. Als wir die gestohlenen Tiere fanden, sind wir zu einem der Bauernhöfe geritten, der als strategischer Punkt diente. Von dort konnten die vielen Tiere mit einer Fähre abgeholt werden. Als wir am Morgen zurückkamen, waren unsere Füße eiskalt. Die Büffel hatten 3 Tage im Wasser verbracht. Und sie haben wirklich alles übertroffen. Wir waren so von ihrer Widerstandsfähigkeit überrascht. Bis dahin war uns nicht bewusst, wie zäh sie sind. Die Polizisten können stundenlang mit den Tieren unterwegs sein, dank der vielen Futterquellen. Heute hatten wir Glück, keiner Diebesbande zu begegnen. Die Polizeibüffel sind also tatsächlich im Einsatz, wenn auch nicht mehr so häufig wie früher. Ob sie nun Touristen begeistern oder auf Patrouille gehen, es wird sicher noch eine Weile so bleiben. Ohne diese Tiere wäre ich nichts. Sie sind mein Leben. Ab dem Moment, an dem ich sie zähme, ist meine Liebe zu ihnen ewig. Ich könnte mir ein Leben ohne sie nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wo ich ohne sie wäre. Die Militärpolizei hat mir die Ehre erwiesen, mich um die Tiere zu kümmern. Das bedeutet mir alles.